Die nachfolgende Sendung widmet Ihnen Autoteile Blech in der Industriestraße in Eisenstadt. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Motor TV. Der neue Hyundai Santa Fe feiert seine Premiere am europäischen Automarkt. Der Südkoreaner beweist im Praxistest, dass er eine durchaus ernstzunehmende Konkurrenz für die SUVs von BMW, Audi und Volvo ist. Die dritte Generation des Hyundai Santa Fe soll das Segment der Kompaktklassen-SUVs gehörig aufmischen, wenn es nach den Vorstellungen des südkoreanischen Herstellers geht. Der Wagen ähnelt jetzt im Vergleich zum Vorgängermodell sowohl äußerlich als auch im Innenraum eher einem PKW als einem typischen Geländewagen. Typische SUV-Elemente wurden aber beibehalten. Vor allem die riesigen Chromstreben am Kühlergrill kommen gut an. Große tränenförmige Scheinwerfer oberhalb des Stoßfängers harmonieren mit den markanten Nebelscheinwerfern. Der neue Santa Fe bietet großzügige Bodenfreiheit und der silber ausgeführte Unterfahrschutz vorne und hinten bietet Schutz im Gelände. Der um das gesamte Fahrzeug gezogene, dunkel abgesetzte Steinschlagschutz schützt den Lack vor Steinschlägen. Die Dynamik des Designs wird einerseits durch die stark abfallende Dachlinie nach hinten, durch die hochgezogenen unteren Kanten der hinteren Seitenscheiben und durch den Winkel der Heckscheibe erreicht. Das Fahrzeugprofil wird mit dunklen, in Chrom ausgeführten 19 Zoll Leichtmetallrädern eindrucksvoll abgeschlossen. Im Praxistest auf der Straße gibt das Kompakt-SUV seine Allround-Fähigkeiten zum Besten. Unser Testwagen besitzt den Top-Dieselmotor der Serie 197 PS und verfügt über einen Allradantrieb mit Automatikgetriebe. Dementsprechend zügig fährt der Hyundai Santa Fe auch. Egal ob Autobahn, Landstraße oder Stadt, der Wagen bietet ein komfortables Fahrgefühl. Das optionale Panoramadach sorgt für ein freies, angenehm luftiges Gefühl im Fahrzeug. Im Test variiert der Spritverbrauch stark. Bei reinen Stadtfahrten sind mit dem 2-Tonnen-Gefährt schon mal 8 bis 9 Liter im Verbrauch drin. Ansonsten kommt das Kompakt-SUV vor allem nach einer Landstraßentour nur auf knapp über 6 Liter. Der Innenraum des Testfahrzeugs überzeugt und wirkt sehr edel. Genügend Kopf- und Beinfreiheit ist ebenso vorhanden wie alle Ausstattungsmöglichkeiten, die eine Fahrt angenehm werden lassen. Das Kofferraumvolumen des Hyundai Santa Fe bei umgelegten Rücksitzen ist enorm. Im Normalzustand bietet der Kofferraum immer noch genug Platz für das Gepäck einer längeren Reise. Unser Fazit: Längeren Fahrten mit dem soliden SUV steht also nichts mehr im Wege und auch Ausflüge ins leichte Gelände sind machbar. Die Einstiegsversion des Santa Fe, die 192 PS Benzinversion, kostet rund 34.000 Euro. Der Preis für den von uns getesteten Top Diesel, dem einzigen Modell mit Automatikgetriebe, liegt bei rund 42.000 Euro. Jetzt bei Schwarz in Mönchhof. Denzel in Eisenstadt. Dornar in Markt St. Martin. Und Weber in Hochstraß. Leihwagen Eisenstadt. Im Land Rover Center Strauß St. Michael im südlichen Burgenland ist ab sofort der Land Rover Freelander 2 Modelljahr 2013 ab 26.900 Euro verfügbar. Kraftvoll, sportlich und kultiviert, bereit für jede Herausforderung. Noch nie war sein Auftritt so markant. Für alle preisbewussten Kunden gibt es noch tolle Land Rover Freelander Vorführwagen Modelljahr 2012 zu besonders günstigen Vorführkonditionen. Alle Freelander Modelle sind jederzeit zum Probefahren bereit im Land Rover Center Strauß in St. Michael im südlichen Burgenland. Leihwagen Eisenstadt. Leistung und Vielseitigkeit, Effizienz und Komfort, Qualitäten, die im neuen Hyundai iX35 perfekt zusammenfinden. Wir nennen es New Thinking. Der Hyundai iX35. Schauen Sie genauer hin, Sie werden begeistert sein. Hyundai.
Jetzt bei Schwarz in Mönchhof. Denzel in Eisenstadt. Dorna in Markt St. Martin. Und Weber in Hochstraß. Leihwagen Eisenstadt. Freiheit ohne Barrieren. Der neue Ford B-Max. Life is an open door. Jetzt bei Ford Weintritt in Neusiedl am See und Eisenstadt. Und Ford Strauß in St. Michael. Jetzt neu. Leihwagen Eisenstadt. Für jede Gelegenheit der passende Wagen. Anfragen und Infos auf www.leihwageneisenstadt.at oder telefonisch unter 0650 777 0650. Jetzt bei Reifenritz. Reifenritz macht das Rad erst richtig rund. Alle Autos, alle Infos, ein Heft. Alles Auto. Jeden Monat neu. Weiter geht's mit Neuigkeiten von Hyundai. Mit dem i20 WRC wird der koreanische Autohersteller 2013 in die WRC zurückkehren. Am Autosalon in Paris ist das neue WRC-Fahrzeug bereits vorgestellt worden. Wir zeigen Ihnen die Bilder. Mit dem Hyundai i20 WRC hat sich für die Rallye WM 2013 ein fünftes Auto angemeldet. Damit bekommen die Platzhirschen von Citroën, Ford, Mini und der große Herausforderer Volkswagen einen weiteren Konkurrenten. Nach Jahren der Eintönigkeit bekommt die Rallye-Königsklasse damit an der Spitze endlich wieder mehr Vielfalt. Das Engagement des Unternehmens im Motorsport begann bereits im Jahr 1998. Eingesetzt wurde damals ein Hyundai-Akzent bis zum Jahr 2003. Jetzt, nach 10 Jahren Pause, wagt Hyundai wieder den Schritt in die Königsklasse des Rallye-Sports. Ja, wir steigen wieder ein und wollen auch beweisen, dass wir nicht nur qualitativ exzellente Fahrzeuge bauen und schöne Fahrzeuge, sondern auch richtig sportliche, mit denen wir gewinnen. Mit dem neuen Hyundai i20 WRC hat der koreanische Hersteller in den vergangenen Monaten schon fleißig getestet. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit wurde ein Rallye-Bolide aufgebaut. Angesiedelt sind die Rallye-Aktivitäten des Konzerns in seiner Europazentrale im deutschen Offenbach. Auf dem Pariser Autosalon wurde der Rennwagen nun erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Herausgekommen ist ein kleiner, kompakter Allradler mit dicken Kotflügeln, aber einer relativ runden Linie. In ausgewählten Läufen der Saison 2013 soll der neue Hyundai i20 WRC unter Rennbedingungen weiter getestet werden. Ab 2014 wollen die Koreaner dann als fünfter Hersteller die komplette Saison bestreiten. Über mögliche Piloten ist noch nichts bekannt. Ich darf mich bei Ihnen fürs Zusehen bedanken. Die heutige Ausgabe von Motor TV ist zu Ende. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen. Diese Sendung widmete Ihnen Autoteile Bleich in der Industriestraße in Eisenstadt.